Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bestimmt fragt ihr euch, was wir hier tun. Ich habe erfahren, dass ich einen Schrein hier übersehen habe in der Nähe der Hebron-Berge, und zwar hier oben. Und da müssen wir fürs Erste erstmal hinsteppen, weil wir sonst nicht 100% erreichen, logischerweise. Das ist nämlich der einzige Schrein, der noch außerhalb der Hyrule-Ebene ist. Sonst sind die restlichen 5 Schreine oder 4 in der Hyrule-Ebene. Und es ist nice, wenn wir jetzt den erstmal noch besorgen könnten. Ich hoffe, es wird kein zu anstrengender Schrein. Aber es ist trotzdem nochmal schön, hier in die Berge zu kommen. Mal gucken, vielleicht werden wir später nochmal in die Berge gehen, aus anderen Gründen. Aber bis jetzt sieht es nur aus, als wenn wir nur deswegen hier hingehen. Das ist aber auch ziemlich meine Schuld, dass ich den Bereich hier offscreen nicht abgesucht habe. Ich glaube, ich sehe den von hier schon, oder? Ist das der? Ich weiß es nicht. Nein, das sind Steine. Ach, da ist er. Ich sehe ihn hinten. Okay, okay. Wir haben ihn entdeckt. Den kleinen Schlingel. Ziemlich gutes Versteck trotzdem, aber. Tut mir leid, dass das Internet existiert. So. Hätten wir den Ausreißerschrein auch gefunden? Könnt ihr glauben, ich habe mich verrückt gesucht, wo dieser eine Schrein außerhalb der Hyrule-Ebene noch sein könnte. Ja, hat nicht Spaß gemacht, das zu suchen, aber irgendwann habe ich es gefunden. Tada, bitteschön. Der Durchbruch. Ich brauche keine Fackeln, Alter. Okay, Truhe. Mal sehen. Erzbohrer. Okay. Ich glaube, das ist halt für Erze gedacht. Ich meine, der heißt doch Erzbohrer. 6000 IQ mal wieder. Braucht aber kein Schwein. Die Frage ist halt, wie kommen wir hier weiter? Achso, da war ein Durchgang. Moment. Den haben wir ganz kurz vernichtet. Okay. Okay, hier ist nichts. Oder soll ich denken, dass hier nichts ist? Aha. Achso, da geht's weiter, oder nicht? Nein. Aber hier geht's weiter. Ist klar. Truhe. Ach, der Schlüssel. Okay. Das war's? Niemals. Doch. Das war so, wie es aussieht. War ich hier doch ein bisschen zu viel auch von dem Schein. Weil wir haben, wie gesagt, alle Schweren schon durch. Oder es geht noch weiter. Nein. Okay, dann Moment. Gut, dann gib mir bitte das Zeichen der Bewährung. Und dann können wir heute wieder zwei mindestens Erinnerungen raussuchen. Beziehungsweise zu hingehen. Darauf freue ich mich, meine Freunde. Und ja, langsam wird's was, ja. Irgendwie bin ich so den letzten Part so ein bisschen aufgeregt, auch den hier, weil wir endlich dieses Riesenprojekt bald hier finishen. Und hoffentlich so lange kein Zelda-Projekt mehr spielen, bis Breath of the Wild 2 rauskommt. Weil da lohnt es sich dann auch zu spielen, weil. Neues Game, Breath of the Wild 2, Breath of the Wild 1 ist legendär. Und ihr wisst schon, was ich meine, ne? Es fehlen noch 5 Schreine.
heftig. Ah, das war eine lange Reise. Okay, gehen wir hier hin, weil da befindet sich eine. Oder nee, nee. Wir machen das chronologisch. Und gehen hier nach unten hin. Ich glaube hier. Ja. Ja. Wir werden diese untere Erinnerung uns jetzt schnappen. Und hoffen, dass wir noch mehr aus Zeldas oder aus Links Vergangenheit vor 100 Jahren erfahren, was Link und Zelda so gedacht haben oder was da passiert ist. Wird auf jeden Fall interessant. Ich überlege mir, ob ich schon so ein Ende, so ein Szenen-Zusammenschnitt-Video hochladen soll, aber es gibt es eigentlich schon viel zu Genüge auf YouTube. Ich überlege mir, ob ich das tut oder nicht. Wenn doch, dann tue es halt, wenn nicht, dann nicht. Wenn ich es tun sollte, dann halt nur den 100% lieber, um das LP komplett zu vervollständigen. Okay. Wohin? Da. Hier waren wir halt auch schon ganz früh. Ich werde sogar dem Ort waren wir bestimmt schon mal. Weil an dem Ort kann man, glaube ich, einen Krog kriegen. Aber ich habe die Erinnerung einfach nicht ausgelöst. Das kann tatsächlich der Fall sein. Nehmen wir auch immer, das werden wir jetzt sehen. Ja, ich kann mich erinnern. Wenn da ein Krog jetzt steht, dann waren wir hier jetzt schon mal. Aber haben die Erinnerung nicht ausgelöst. Keine Ahnung warum. Haben es vergessen. Und. Da steht der Krog. Ich habe die Erinnerung vergessen auszulösen. Ich bin stupid as hell, Alter. Ohne Spaß. Ich erinnere mich. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber, was wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Starke Frage. Kann man sogar auf die heutige Zeit beziehen. So, den Eltern und so Druck machen, so sollst das und das werden. Und man hat eigentlich Silent gar nicht dafür. Was würde man dann tun? Man würde es trotzdem weiter versuchen und die ganze Zeit failen. Das kann man doch nicht ernst meinen. Versteht ihr, was ich meine? Also, Leute, geht den Weg, den ihr nehmt. Als Tipp von mir. Jupp. Okay, Freunde der Nacht. Auf jeden Fall, wir befinden uns wieder beim Turm der Ebene. Einen letzten Turm von Hyrule, kann man von die Schloss Hyrule sehen. Ja, da kann man Schloss Hyrule sehen. Unser letzter Zielpunkt bald. Also nicht bald, wir werden noch, bevor wir gegen den Endboss antreten, werden wir auf jeden Fall einmal da reingehen. Aber aus anderen Gründen, beziehungsweise weil da ein Schrein und eine Erinnerung noch versteckt sind. Ja, da ist noch ein Schrein und da gibt es noch eine Erinnerung. Aber wir wollen an erster Stelle erstmal dahin, weil da hinten ein Schrein gibt. So schnell wie möglich von dem Kelbwächter abhauen. Klappt nicht. Wir werden sterben. Gedodged. Oder wir rufen Dave kurz und reiten einfach dahin. Oh ne, da kommt immer mehr. Nö, ich bin zu weit weg, Bruder. Verpiss dich. Bruder, wie schnell ist der? Yo, der erweckt mich! Oh fuck! Ey, das macht so Druck. Oh shit! Run! Run!
Die haben absolut keine Chance mehr gegen mich. Trotzdem. Ach du Scheiße. Was? Ich will nur zum... Oh Gott. Nope. Nope. Was war das? What the fuck? Oh Gott, hat das gerade absolut Stress gemacht. Gewaltige Kraft, Yakamata-Schrein. Oh, es wird mit gewaltiger Kraft hantiert. Interessant. Okay. Das ist eigentlich easy, ja? Oh shit, hat mich erschreckt, Alter. Ich hab grad ein bisschen Trauma vor mir, ich hatte ohne Spaß, verpisst euch bitte. Okay, erstmal kurz eine Truhe nehmen, die Lage analysieren, wieder ein bisschen runterkommen. Muschin Großschwerte. Das war jetzt nicht nur das schwer. Aber. Ich glaube, es wird aber trotzdem schwerer. Oh nein, eine Apparatur. Oh nee. Ich dachte, ich bin fertig mit allen Bewegungsschreien. Come on. Der Reaktor, okay, der schmeckt mir lecker. Den nehme ich sehr gerne mit. Guck mal, lass unser Ziel aus. Ich muss da nach oben. Ah, ein Hammer. Bam! Oh, hat geklappt. Krass. Schade, das wird noch schlimmer. Moment. Geklappt. Okay, was nun? Oh. Easy. Und was tun? Ja, okay, kein Problem. Der Schrein war relativ entspannt. So schwer war er doch nicht. Aber da ist noch eine Truhe. Guck mal da ran. Ach so. Und die drinne ist Diamanto. Diamanto. Crazy Diamanto. So. Schrein geschafft. Etwas kreativer Schrein. Lange nicht mehr gehabt. Freut mich. Nehme ich sehr gern mit Herzen an. So, jetzt können wir wieder das vorletzte Herz holen. Und können nur noch. Das heißt, nur noch 4 Schreine sind offen. Das wird geil. Langsam geht's zu Ende. Und ich weiß, ob ich so böse sein soll, ob ich hier ein Part jetzt schon beenden werde oder nicht. Muss man doch überlegen. Die alle sind weg, alle Spackos. Zum Glück sind alle Spackos weg. Ja, aber wir werden tatsächlich noch den Schrein uns von dieser Seite hier schnappen. Denn, und dann beenden wir den heutigen Part. In der nächsten Folge werden wir dann noch weitere Erinnerungen suchen und die letzten Schreine dann wirklich gehen. Und vielleicht sogar im nächsten Part schon Schloss Hyrule betreten. Ich hoffe, es ist cool. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, es wird safe gut, ja. Diese Parts sind jetzt meistens eher uncut, weil ich einfach wirklich nichts zum Uncutten habe. Wir cutten nur lange Wege oder nichts, weil ich weiß immer, was straight.
wohin es geht. Ich habe überall Teleportpunkte, das heißt, es dauert auch eine Schlange, dahin zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Das Geile ist, die Schreine hier nicht so krass versteckt. Ist zumindest so eine gute Sache. Namika Ozu Schrein. Ozu. Ozu. So. Und dann packen wir es jetzt mal an. Auch eine Kraftgruppe. Okay. Boah. Den fällst du mir ganz schnell weg. Mit dem Musik. Nein, mit dem Wächter. Ja, noch mit dem Wächterschwert. So. Damit haben wir ihn einfach und entspannt fertig gemacht. Und damit, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, ich schalte dann wieder ein. In der nächsten Folge werden wir dann die restlichen Schreine hoffentlich erledigen. Das heißt dann also auch, dass wir Schloss Hyrule betreten werden und dann die letzten paar Erinnerungen machen. Also entweder nächste oder übernächste. Das heißt, wir teilen diese letzten zwei, drei Sachen vielleicht auf oder ich werde alles in einem Part, zwei Parts verpacken. Wenn wir das gemacht haben, beginnen wir mit dem Ballade der Recken. Das heißt, dann beginnt wir mit dem DLC-Content. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao!